Ja, es ist kurz nach 7:30. So ungefähr vor einer Dreiviertelstunde wurden die ersten Maßnahmen hier durchgeführt. Ein Kran kam, der steht jetzt hier im Hintergrund. Ja, wie ihr sehen könnt, bewegt der Kran sich jetzt. Er hat da schon Haken dran. Ein Loch wurde in die, es wurden zwei Schnitte gemacht in die Mauer. So ungefähr von der Mauerkrone an ein Meter bis ja, so ein Stückchen von diesem Brandenburger Tor weg. Jetzt bewegt sich der Kran. Ja, mal schauen, was jetzt passiert. Also die Arbeiten sind im vollen Gange. Und es wird durch die Polizei abgesichert. Der Verkehr fließt, wie man sieht, auf beiden Spuren ungehindert weiter, während die Leute, auch die Presse, hier nicht mehr stehen dürfen. In unmittelbarer Nähe. Also ich habe gerade ungefähr 8 bis 10 Meter davon weggestanden. Man hat mich weiter weggeschickt mit der Begründung, es könnte mir was passieren, es sei reine Fürsorge. Während der Verkehr hier, wie ihr gleich wieder sehen könnt, ungehindert weiterfließt. Ja, Streambeam for Global Change, supported by Castor TV, hier live vor Ort. Die Arbeiten haben begonnen. Ja, schuldig, Bild und Ton, das ist hier nun mal eine ziemlich große Verkehrsstraße. Der Verkehr wird hier nicht behindert durch die Bauarbeiten, wohl aber die Presse, die hier weiter ausgeschlossen ist, so gut wie. Ohne Zoom hat man hier gar keine Chance, man wird nicht nah rangelassen, angeblich aus Sicherheitsgründen.